Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im August 2017. Ich bin Antonia Langsdorf, eure Astrologin, und ich führe euch durch die Konstellationen. Das wird ein bewegter Monat für euch. Eure Herrscherin, die Venus, steht bis zum 26. August in einem schönen, freundschaftlichen Aspekt zur Stiersonne. Jedoch bildet sie viele, teilweise heikle Aspekte und dadurch entsteht ein gefühlsmäßiges Auf und Ab, das euch auch beeinflussen wird. Außerdem stehen Sonne und Mars in Spannung zu eurem Zeichen, sodass ihr öfter mal gereizt reagiert. Versucht, in eurer Mitte zu bleiben. Falls das nun viele Fragen aufwirft, solltet ihr auf jeden Fall an der Verlosung teilnehmen, denn da gibt es 15 Minuten Kurzberatung und dann kann ich euch darüber schon mehr sagen. Wenn ihr wissen wollt, wie, dann bleibt dran bis zum Ende des Videos. Kommen wir jetzt zu eurem Erlebnishintergrund, zu den lange wirkenden Aspekten. Und da habt ihr ja eigentlich einen recht positiven Aspekt von Romantikplaneten Neptun. Er steht in den Fischen und von daher in einem guten Aspekt zu eurer Sonne. Bringt vor allen Dingen in Freundschaften eine Innigkeit, aber weil es eben im 11. Haus der Freunde steht, aber jetzt vom Aspekt her einfach auch die Chance für romantische Begegnungen. Und man muss allerdings manchmal ein bisschen nachhelfen beim Sextil, muss man auch aktiv werden. Aber es kann eben wirklich auch sein, dass über das Freundschaftliche es dann auch romantisch wird bei euch. Und diesen Aspekt spüren jetzt besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 2. und 6. Mai Geburtstag haben. Für euch wird wichtig, dass dieses Halbquadrat zu Uranus, das habe ich in der kosmischen Schwingung genau beschrieben und besprochen hier, dann eben auch mit auf euch einwirkt. Das heißt, wenn ihr eine romantische Begegnung habt, vor allen Dingen auch übers Internet-Dating, dann passt genau auf, lasst euch das nicht gleich unter die Haut gehen, sondern schaut euch das eine Weile an, ehe ihr da tiefere Gefühle investiert, denn man weiß nicht so genau, ob der andere es ernst meint, ob der andere vielleicht seine Meinung nochmal ändert. Berühmtes Beispiel, ne? Ich bin dabei, mich zu trennen und dann wird daraus doch nichts. Also 90-Tage-Regel anwenden, erstmal 3 Monate abwarten und wie gesagt, besonders diejenigen, die zwischen dem 2. und dem 6. Mai Geburtstag haben. Dann habt ihr ja noch den großen, schweren Transformationsplaneten Pluto, aber auch in einem guten Aspekt zur Stiersonne, in einem Trigon. Auch das sind Begegnungen, die wirklich lebensverändernd wirken können, jetzt in Bezug auf eure Beziehungen. Wobei es aber auch wichtig ist, zu klären, was die beiden Beteiligten wirklich voneinander wollen, ob das übereinstimmt. Gerade so eine Pluto-Figur kann auch immer noch ein Geheimnis haben oder eine geheime Agenda und da muss man das erstmal klären. Es kann auch sein, dass zum Beispiel eine Begegnung, die kann ja auch freundschaftlich sein oder auch eine Jobbegegnung, sich dann wirklich auch für euch herausstellt als sehr hilfreich und sehr einflussreich. Vielleicht auch gerade, wenn ihr vorher hier mit Neptun erstmal selbstlos gegeben habt, kann sich dann aber doch herausstellen, dass sich daraus gute Sachen ergeben. Insgesamt also ein recht positives kosmisches Setup, wenn ihr bereit seid, genau hinzuschauen, wer in diesem Beziehungsgeflecht was genau will und dass ihr euch da einig seid und an einem Strang zieht. Und diesen Pluto-Aspekt spüren besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 6. und 10. Mai Geburtstag haben. Und da ist dann noch wichtig zu bedenken, dass genau zu Pluto die Venus auch eine Opposition bildet, also eine Spannung bildet um die Mitte des Monats rum. Das heißt, da könnte es eventuell in so einer Beziehung auch zum Eklat kommen, vielleicht eben auch, weil rauskommt, der eine wollte was ganz anderes als der andere. Also da müsst ihr vielleicht auch ein bisschen drauf achten. Genau, und damit sind wir dann auch schon bei den aktuellen Konstellationen des Monats. Wir fangen an mit der Sonne. Die steht zu euch im Quadrat hier, im 4. Haus für euch, ne, steht ja im Löwen und lenkt aber viel Energie in euer Heim und eure Familie. Also viele Stiere haben jetzt vielleicht auch Lust, an ihrem Haus zu werkeln oder mit der Familie was zu unternehmen. Die Sonne steht jetzt hier in der 2. Dekade. Dann haben wir den Merkur, der steht in der Jungfrau, günstig für euch, in einem schönen Aspekt zur Sonne, wird aber ja dann bald rückläufig. Dann haben wir die Venus, die steht im Krebs, macht ein schönes, sehr schönes Sextil zur Stiersonne. Und das merkt ihr bestimmt, das wird sich angenehm anfühlen. Vor allen Dingen ist das ein toller Aspekt, um eben auch über viele Dinge zu sprechen und die liebevollen, richtigen Worte zu finden. Und die beginnt jetzt die 1. Dekade. Dann der Mars, der steht im Quadrat zu euch hier zusammen mit der Sonne und steht aber noch in der 1. Dekade.
Und das kann eben sein, dass euch das so ein bisschen gereizt macht. Ne? Mars-Quadrate sind immer so, dass man schneller einfach auf 180 ist. Und gut, ich meine, ihr seid jetzt Stiere, der Mars steht im Löwen, das sind beides fixe Zeichen. Also es dauert immer noch eine Weile, bis ihr euch wirklich aufregt, aber ihr fühlt das dann schon ein bisschen. Ne? Ihr merkt schon, wie es kribbelt, vielleicht eben auch durch ein Familienmitglied, durch einen Sohn zum Beispiel. Mars sind oft die Söhne. Oder vielleicht ist es auch so, dass der Sohn und der Vater was zusammen unternehmen und das passt jetzt nicht zu dem, was ihr vorhabt. Solche Reibereien sind da zum Beispiel denkbar. Ne? Würde ich auch immer raten. Tut alles, um in eurer Mitte zu bleiben. Wenn ihr es weiterhin schafft, euch nicht aus der Ruhe zu bringen lassen, dann ist das das Beste, was euch mit den Konstellationen passieren kann. Genau, also das ist zum Start in den Monat. Die Rückläufigkeit von Uranus betrifft euch jetzt nicht so direkt. Der steht ja für euch im 12. Haus. Aber dadurch, dass er eben jetzt hier diese Verbindung zum Neptun hat, müsst ihr schon darauf achten, wie gesagt, bei neu angefangenen Beziehungen, dass ihr da nicht enttäuscht werdet. Dann haben wir ja in diesem Monat mit dem Jupiter-Pluto-Quadrat zu tun, noch bis zum 20. August. Und das können Geldthemen sein, Schuldenthemen. Und das ist ja für euch Stiere durchaus immer interessant. Damit habt ihr ja als Venuszeichen auch immer so ein bisschen zu tun. Bei euch kann es vom Job her kommen. Vielleicht habt ihr nicht genug oder verdient nicht genug oder vielleicht will der Partner, dass ihr euch frei nehmt. Jupiter steht ja hier im Haus. Pluto, Entschuldigung, steht im Haus der Reisen und dann kostet das vielleicht viel Geld. Wie auch immer, wenn so ein Thema aufkommen sollte, dann ist immer in festen Beziehungen immer Trumpf, sich einfach mit dem Partner zu verständigen. Wollen wir das Geld wirklich dafür ausgeben? Und dann stehen wir auch gemeinsam dazu. Und wenn ihr jetzt Single seid, dann würde ich euch eben einfach raten, kein Geld auszugeben, nur weil ihr jemanden beeindrucken wollt. Ja, das wäre es nicht wert, wenn man dann hinterher die Kasse plündert. Ich meine, so schlecht sieht eure Kasse nun nicht aus, aber weil die Venus auch ein paar schwierige Aspekte kriegt als Geldplanet, kann es auf keinen Fall schaden, sein Geld ein bisschen zu beobachten und nicht zu verschwenden. Genau, am 7. haben wir ja dann den Vollmond und der findet jetzt für euch statt auf der Familienachse. Viertes Haus steht die Sonne. Der Mond oben im 10. Haus. Das heißt, diese emotional geführten Auseinandersetzungen können sich bei euch um Familien- und Berufsthemen drehen, je nachdem. Ne? Also, wenn es gut läuft, dann seid ihr in Urlaub und dann ist das vielleicht nicht so das Problem. Aber da könnte es zum Beispiel sein, dass ihr eine Bleibe vorfindet, die euch nicht so gefällt. Oder dann meckert einer und sagt, es gefällt mir aber hier nicht. Und ne, also solche Sachen sind da denkbar rund um den Vollmond. Lasst euch einfach nicht auf eine sehr emotionale, heiße Diskussion ein. Dann habe ich für euch zwei schöne Top-Tage gefunden: Mittwoch, den 9. August und Donnerstag, den 10. August. Die sind wunderschön für romantische Flirts und Liebesgeflüster, für freundschaftliche Hilfe und für Kulturgenuss, denn wir haben hier die Venus in diesem schönen Aspekt erst mit dem Mond und dem Neptun, sehr romantisch. Wir haben eine super Verbindung von Venus und Merkur, sodass man eben auch Lust hat, was gemeinsam was Schönes zu unternehmen. Das sind zwei gute Tage für euch, die werden euch gefallen. Genau. Und das fällt dann auch in die super heiße Flirtphase vom 9. bis 12. August. Ne? Eben, wie gesagt, Venus, Trigon, Neptun ist einfach super schön für Flirts und überhaupt für Liebeserlebnisse. Die Venus, die im Krebs steht, geht dann auch in die zweite Dekade und beglückt dann die Stiere der zweiten Dekade. Genau, ja, und am 13. August wird ja dann der Merkur rückläufig. Und das spielt sich bei euch im 5. Haus der Lebensfreude ab. Also es kann sein, dass vielleicht Pläne, die ihr gemacht habt, um euch zu amüsieren oder auch kreative Pläne dann in den folgenden 3 Wochen revidiert werden müssen. Es kann auch sein, dass es in Freundschaften jetzt zu Missverständnissen kommt, weil hier gegenüber eben Neptun steht und das ist schon eine recht verwirrende Konstellation. Ne? Also da sollte man die Worte nicht auf die Goldwaage legen, die Freunde sagen oder eben auch bei den Freunden um Verständnis bitten. Es kann auch Timing-Probleme geben, also nicht, dass ihr vielleicht ein Date verpasst. Und das betrifft vor allem die Geburtstagskinder der zweiten Dekade. Genau. Das Quadrat zum Mars hier beginnt auch am 13. August übrigens in die dritte Dekade reinzulaufen. Das heißt, danach sind dann diejenigen aus der dritten Dekade eher gereizt. Dann haben wir ja vom 13. bis 18. August diese Herzensbrecherphase. Und die ist für euch auch durchaus heikel, weil ja die Venus eure Herrscherin ist. Nicht, dass euch eine Urlaubsliebe das Herz bricht.
Ja, da geht sie ja dann erst hier in die Opposition zu Pluto und das ist ja auf der Achse 3-9, also Urlaub und fremde Sprachen, fremde Kulturen. Aber was das Gute ist, beide Planeten stehen, das sieht man hier an dem Tag besonders schön, wiederum in einem guten Aspekt zum Stier. Ne? Das kann also sehr gut auch sein, dass ihr jetzt gefragt seid, anderen zu helfen, die mit diesem Aspekt Schwierigkeiten haben. Aber weil es die Venus ist und das ist eure Herrscherin und weil die da mit Pluto eine Spannung hat, kann es eben auch je nachdem unangenehm sich anfühlen für euch. Ne? Trotzdem ist der 14. in dieser Zeit eventuell sogar ein schöner Tag für euch, weil da der Mond eben diese ganzen tollen Aspekte bildet und die guten Energien eben auch in euer Zeichen hineinlenkt. Ne? So, am 18. August beginnt dann der Venus-Aspekt hier, der schöne zu euch, die dritte Dekade. Die werden dann von der Venus beglückt. Und am 19. August bis zum 20. ist ja dann das Partywochenende im Löwen. Und das spielt sich jetzt bei euch im vierten Haus ab, hier Familie. Also vielleicht gibt es eine schöne große Familienfeier dann. Genau, und dann ist der 21. und dann haben wir den Neumond als totale Sonnenfinsternis. Und das ist jetzt auch bei euch im vierten Haus. Das heißt, unsere Stichworte Kreativität, Exzellenz und Manifestation. Da geht es bei euch vielleicht darum, dass ihr tolle neue Ideen habt für euer Familienglück oder wie ihr ein Familienprojekt erfolgreich umsetzen könnt oder vielleicht auch, wie ihr eurem Traum von einem Eigenheim näher kommen könnt und eben auch verbunden mit einer großen Kraft beim Manifestieren. Ja? Deswegen solltet ihr diesen Neumond als Sonnenfinsternis wirklich nutzen, über diese Träume nachzudenken. Und zum Vollmond am 6. September zeigen sich dann vielleicht schon die ersten Ergebnisse für euch. Dann habe ich noch einen Top-Tag für euch am 22. August. Da ist der Mond hier in einer schönen Konjunktion mit dem Merkur. Der ist zwar rückläufig, aber dafür hat man dann durch den Mond sozusagen die Intuition dafür, was jemand sagen will. Das kann ja dann auch sehr hilfreich sein. Und außerdem haben wir die Venus hier in einem schönen Aspekt zu heiler Planet Chiron. Da ist also eine Heilung möglich. Ja? Falls es also irgendwie in einer Freundschaft ein Problem gegeben hat, findet ihr dann vielleicht die richtigen Worte, um das wieder hinzubiegen. Am 23. August geht dann die Sonne ins Zeichen Jungfrau und dann ist sie dann die nächsten 4 Wochen bei euch im fünften Haus. Das ist sehr schön, das stärkt die Lebensfreude und den Spaß und beginnt dann erstmal für die erste Dekade. Jetzt gibt es noch einen schwierigen Aspekt mit der Venus. Der fängt am 24. an hier. Diese Spannung zu Uranus, also das sind 2 Tage, 24. bis 26. Da dürft ihr keinen Liebesfehler machen und nicht überstürzt irgendeine Beziehung abbrechen. Das wäre schade. Ne? Am 26. geht die Venus dann in den Löwen und damit auch in euer viertes Familienhaus. Ich denke mal, das ist eine sehr schöne Tendenz. Das wird euch gefallen. Und die Pläne, die ihr da angefangen habt, vielleicht für euer neues Eigenheim, die werden dadurch dann auch nochmal verstärkt. Das fördert auch eure Familienbindungen. Genau, das ist eigentlich alles sehr schön. Und dann habe ich am 27. noch einen Top-Tag für euch gefunden. Wenn der Mond hier nochmal den Romantikplaneten Neptun aktiviert, das ist also auch nochmal super für Freundschaften. Und es ist aber auch toll für romantische Begegnungen. Und am 31. August geht der Merkur wieder zurück in den Löwen. Das ist vielleicht noch interessant als Ausklang des Monats. Und das waren dann auch die Konstellationen in diesem Monat. Ja, also insofern gibt es vielleicht da auch einige Fragen, wenn ihr da spürt, da ist was im Gange oder vielleicht eben auch, wenn ihr wisst, dass ihr Aszendent im Löwen habt, dann kann das auch mit der Sonnenfinsternis für euch vielleicht besonders wichtig werden. Und da käme vielleicht wirklich eine Beratung in Frage. Alle Infos dafür findet ihr hinter dem kleinen i, was da oben abgebildet ist. Ihr könnt auch mitmachen bei meinem Webinar Antonias Sterne. Da habe ich jetzt noch mal einen Termin am 28. Juli. Danach mache ich Sommerpause bis zum September. Und ihr solltet natürlich unbedingt bei der Verlosung mitmachen, denn dann könnt ihr 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und da gibt es sicherlich auch schon einiges zu klären. Und die Gewinnerin wird dann in der nächsten kosmischen Schwingung bekannt gegeben. Deswegen müsst ihr da natürlich unbedingt wieder reinschauen. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann ist das ganz einfach. Ihr braucht mir nur hier einen netten Kommentar zu posten. Also
bisschen mehr als ich möchte gewinnen, darf es schon sein, weil mich interessiert natürlich eben auch, wie findet ihr die Videos, wie kommt ihr damit klar, wie nutzt ihr die, was habt ihr noch für Ideen, was könnte ich noch besser machen, sowas in der Art. Und dann noch meinen Kanal abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch, falls noch nicht geschehen, auf jeden Fall nochmal mein Video Folge deinem Herzen zum Mondknoten im Löwen an. Alles Gute mit den Sternen!